Was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Portland-Herausforderungsvideo hier auf meinem Kanal. Ich bin's Moreno. Herzlich willkommen, dass du eingeschaltet hast. So, weiter geht's auch mit den Woche 10 Herausforderungen von Midas. Da können wir ja die Stile von Ghost Shadow freischalten. Und kurz bevor das Video anfängt, wollte ich gerne noch mal jemanden grüßen. Joshua Post, den sollte ich grüßen. Und den Jaden Russello, der hat in dem letzten Video schönen netten Kommentar drunter geschrieben. Also wenn ihr natürlich auch begrüßt werden wollt und euer Kommentar in meinem Video angezeigt werden will, dann schreibt es gerne runter in den Kommentare. Einfach einen netten, coolen Kommentar drunter packen und ihr werdet im nächsten Video mit dabei sein. Und wir starten somit in das Spiel. Aber bevor wir in das Spiel gehen, müsst ihr ja noch die Aufgabe wissen. Und das heißt, besuche im Verlauf eines Matches einmal den Heumann, The Agency und Greasy Graves und somit ab geht's, los geht's, auf ins Spiel. So, die erste Location, die ihr besuchen müsst, ist der Heumann. Man kennt ihn ja von den anderen Herausforderungsvideos. Und genau hier auf der Karte ist er markiert. Und von da aus können wir direkt auch nach The Agency weitergehen. Das ist ja direkt hier drüben. Ich empfehle euch natürlich, die Gruppenkarte dafür zu benutzen, weil ihr das alles in einem Match machen müsst. Also da habt ihr auch Zeit und ein bisschen was an Ressourcen und sowas gespart. Wir fliegen mal eben schnell zu The Agency und dann geht's auch wieder von The Agency weiter. Ich denke mal, The Agency kennt wohl jeder. The Agency ist ziemlich mittig der Karte, also einfach hier auch landen in einem Match und Location Nummer 3 wartet auf uns. Auf geht's! Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und gerne ein Abo. Würde mich auf jeden Fall gut unterstützen. Und ich werde hier euch oben oder da verlinken. Da sind noch andere Playlists. Da könnt ihr mal reinschauen. Da sind auf jeden Fall noch ganz viele andere Challenges von Woche 1 bis Woche 10. Also da einfach mal reingucken. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr die ganzen Spiele freischalten wollt. Und weiter geht's zur Location Nummer 3. Location Nummer 3 befindet sich zwischen Holy Hatchets und zu Weeping Woods hier in dem Wald drin. Ist ein bisschen schwer zu sehen, denn ich habe es leider auch nicht direkt gefunden. Hier sind aber die Köpfe, der Tomatenkopf und der Burgerkopf. Und das heißt hier Greasy Graves. Und somit habt ihr dann die drei Locations in einem Match erledigt und erfüllt. Ich zeige es euch nochmal genau auf der Karte. Genau auf der Karte ist es hier markiert. Wir haben ja hier das Lockjam Sägewerk. Und hier ist so eine kleine Hütte von Weeping Woods. Und genau dazwischen müssten dann die zwei Köpfe sein. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns bei einem erneuten Herausforderungsvideo. Und ich verabschiede mich für das Video. Schaut auch gerne in den anderen Playlisten rein. Würde mich auf jeden Fall gut unterstützen. So, haut rein, euer Moreno.